45 wird jetzt zurückgeschossen. Deutschland, sieg ein! Ich war Sanitäter und wollte einen, gerade der verletzt worden ist, den habe ich gesehen, den wollte ich dann helfen. Und ihm springen, die von einem Loch zum anderen springen wollte, oder im Sprung, hat mich die Kugel getroffen. Und es dauerte ziemlich lang, 1,5 Tage, bis ich behandelt werden konnte. Ich bin also nicht wegen der Verletzung amputiert worden, sondern wegen Gasbrand. Ein Wort habe ich nie kennengelernt. Das heißt Kapitulation. Mein Bruder und ich, wir kamen von anderen Orten hier rüber. Die Flugzeuge kreisten immer tiefer und im letzten Moment sind wir dort in den Keller hineingesprungen, regelrecht. Und innerhalb weniger Sekunden sind die Bomben detoniert und ich hatte meine Schlüssel hier im Bein. Ich will nicht den Kampf gegen Frauen und Kinder führen. Ja, es war 1941 im Juli in Russland und wir hatten an einem schönen Sonntagmorgen den Auftrag, einen Ort zu nehmen und mitten in dem Ort hat mich dann die Kugel erwischt, ein Explosivgeschoss, bekam den Unterschenkel und daraufhin musste dann auf dem Hauptverbandsplatz der Unterschenkel amputiert werden. Heute gesehen möchte ich sagen, dass es eigentlich so ist, dass man das vielleicht schon vergessen hat, dass es noch viele Menschen gibt, die unmittelbar an den Folgen von damals leiden. Ja, zwei größere Operationen über mich ergehen lassen. Wie ich zu mir kam, war ich auch der Meinung, mein Bein wäre weg. Es ist ja so, dass wenn ich starke Schmerzen habe, dann innerlich sehr argwöhnisch bin und Unruhe habe, vielleicht auch nachts, dann wirklich wach werde und mich damit quäle, ob es heute noch wirklich noch zu sowas kommen kann. Eine Frau, die vor toten Kindern steht, etwas so Schlimmes erlebt und mitmacht, wie es mit nichts anderem zu vergleichen ist. Krieg ist nun für mich das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Man kann von den jungen Leuten heute nicht verlangen, dass sie auch nur das geringste Verständnis für uns haben. Weil Brutalität kann man schlecht zeigen. Man kann zwar sehen, wie die Menschen umfallen, wie sie womöglich schreien und sind, aber die Brutalität an sich lässt sich für meine, aus meiner Sicht nicht darstellen. Na? Fritz. Hans-Georg. Namens Vermissten? Ich vermisse niemanden. Ich bin verletzt. Atemverletzung? Zwei Schaden. Wo? Stalingrad. Vorderste Front. Meine Kameraden haben mich tot erschossen.
fotografieren. Sind Sie als Autograf für Telefonica? Also ich halte diese Täterschaft für eher unbewusst als bewusst, in den meisten Fällen. Das soll nicht heißen, dass viele von den Verbrechen, die geschehen sind, zum Beispiel mit KZ-Lagern, dass die nicht eine Anklage sind, solange wir eben existieren als deutsches Volk. Soldaten draußen und wie gesagt, ich auch im Lazarett, wir waren eigentlich froh, dass wir keine Angehörigen hatten, für die wir verantwortlich waren. Ich wollte diesen Bombenkrieg, den ich in Köln und auch nachher in Berlin als Soldat mitgekriegt habe, nicht nochmal mitmachen. Man war draußen eigentlich als Soldat besser dran, als zu Hause wehrlos den Bomben ausgesetzt. Man hat die Soldaten erlebt, die ausgehungert, die mit wenn sie Verletzungen hatten, ohne Verbände und was hier herumgekommen sind, die dann von davon zurückkamen. Das ist so vollgepackt von diesen schlimmen Eindrücken. Irgendwo, ich glaube, das kann man nicht vergessen. Und physisch am Ende. Und man fühlt sich überflüssig. Die Leute sagen, ich passe nicht mehr in die Zeit. Warum? Tja, wir haben heute doch eine relativ heile Welt. Und wie gesagt, der im Inneren sagt man doch, ein ganzer Mensch bist du nicht mehr. Aber die Chance, die man durch den Sport kriegte, das hat uns doch bewogen und auch bestärkt darin, dass wir noch gebraucht werden. Und hat uns damit wieder aufgerichtet. Wir leben in einer sehr dramatischen Zeit. Wir leben in einer sehr gefährlichen Zeit. Wir wissen, aber wir kennen die Gefahren weitgehend. Und mit der Bar hier entfernt, da sind die Atombomben wieder stationiert, wie ich jetzt kurz gehört habe, die neuesten Atombomben. Dass man dann, wenn man das jetzt so schildert, was abgelaufen ist damals, und jetzt die Vorstellung, da sind wieder Atombomben, dass man sich einfach nur wünschen kann, dass die nur noch deswegen aus ihren Erdbunkern rauskommen, um verschrottet zu werden, dass nie mehr sowas passieren könnte.